Guten Morgen, ich bin im Hotel in Sumbawa und ich habe keine so schöne Nacht hinter mir. Ich bin hier im billigsten Hotel und es hat sich leider gerecht. Ja, die Nacht war laut hier, also es ist ganz komisch. An der Rezeption waren nur Kinder irgendwie und also so Jugendliche und Kinder. Und heute Nacht wurde hier oben über mir irgendwie Deck Party gemacht. Und ja, ich wollte eigentlich früh schlafen gehen, schön durchschlafen, früh aufstehen, um richtig früh meine Tour zu starten. Denn heute steht die Kilotoa Loop an. Also die Runde um den Kilotoa-Krater. Der Kilotoa ist auch ein Vulkan. Und es ist jetzt 8:30 Uhr. Ich wollte eigentlich ein bisschen früher aufstehen, aber dann wurde ja heute Nacht noch laut rumgebrüllt und irgendwie ein paar Mal laut gegen eine Tür getreten oder so. Es war echt komplett Chaos. Also, heute ist mein Geburtstag. Ich werde 38. Genau genommen, Moment, jetzt ist es 8:30 Uhr hier in Deutschland. Ist es dann, ja, ich bin schon 38, ja. Genau, also, wollen wir mal starten. Das ist hier kein großartiges Hotelzimmer, gibt nicht viel zu sehen. Ich laufe mal endlich mal wieder mit meinem schweren Rucksack. Ich habe 2 Wochen Training ausgesetzt. Heute ist der 8. Januar und am 24. geht die Panama-Tour los. Das heißt, ich muss endlich mal wieder trainieren und ich wollte mir zu meinem Geburtstag eben mal wieder eine schöne Wanderung gönnen. Und deswegen werde ich jetzt meinen ganzen Rucksack wieder zusammenpacken. Und mit dem vollen Rucksack laufen. Ich habe den gestern gewogen, sind etwa 22 Kilo. Ich werde noch ein bisschen Wasser einkaufen und noch irgendwas fürs Mittagessen. Dann komme ich wahrscheinlich den 24, 25 Kilo ganz schön nahe. Genau, dann laufen wir die Runde. Und ich freue mich. Es ist ziemlich kühl. Jetzt fahre ich eben noch mal schnell Geld holen. Und jetzt werde ich auf dem Pickup zur Lagune gefahren. $5, denke ich, ist okay. Ausblick genießen. So derbe nah. Von daher, ja, soll sich der Einheimische hier noch ein bisschen was verdienen. Ist schon okay. Ja, hier sieht man sehr schön das Dorf Sumbawa. Beste Wetter heute. Da ziehen dunkle Wolken auf. Bin mal gespannt, wie es wird. Ist auf jeden Fall cool, mal wieder so ein Pickup rumzufahren. Ich bin da. Ja, hier könnt ihr mal die ganzen Souvenirshops sehen. Das sind diese ganzen schönen Alpaka-Sachen, Ponchos, Pullover, Mützen. Gibt es hier unzählig viele von. Ich habe ja auch schon so einen Pullover von dieser Machart. Ich würde mir mehr kaufen, aber es passt alles nicht in mein Gepäck. Boah, der türkise Pulli ist ja auch schön, ey. Das ist alles sehr weich. Das ist Baby-Alpaka. Die härteren. Gracias solo estoy filmando ya. Ya no me entra a la mochila. Si no compraría un montón. Ja, ich habe mir jetzt eben noch mal schnell diese Mütze gekauft, weil man soll die Sonne in der Höhe nicht unterschätzen. Es ist zwar jetzt bewölkt, aber auch durch die Wolken kommt Sonne und es ist echt kühl hier, aber ich denke, ich bin gut ausgestattet. Ich habe den Alpaka Pulli an, das ist hier erwachsene Alpaka, das ist so festes, dickes. Und dann drunter habe ich den Baby-Alpaka-Pulli an und zur Not habe ich noch einen Merino-Rollkragen-Pulli im Gepäck. Also ich bin nicht gegen Regen gewappnet, aber hier perlt es auch so ein bisschen ab von dem dicken Pulli. Naja, jetzt habe ich mir nochmal die Mütze geholt, falls die Sonne nachher rauskommt, weil die Höhensonne hier auf knapp, also fast 4000 Metern kann echt ballern.
ist mittlerweile die dritte Mütze, die ich mir in Ecuador geholt habe, weil ich die ständig irgendwo liegen lasse. Vorhin nochmal Wasser aufgefüllt. Ich bin jetzt, glaube ich, ziemlich dicht an 25 Kilo dran. Und jetzt geht's mal langsam los hier. Ja. Okay. Oh wow. Schon beeindruckend. So, hier haben wir es ja. Also. Distanz 12 Kilometer, Zeit um rumzulaufen 4 bis 6 Stunden und der See hat 30,7 Hektar von an Oberfläche. Okay. Okay, nochmal zwei kleine Brötchen geholt und jetzt sage ich mal, lasset das Abenteuer beginnen. Oh, die Sonne kommt ein bisschen durch, es wird leicht wärmer. Ja, hier geht's los. Die Kraterrunde. Ja, happy birthday to me. Happy birthday to me, Leute. So, ich glaube, jetzt muss ich mal ein Foto an die Familie schicken. Hab gerade ein paar Geburtstagsglückwünsche bekommen, weil ich nach meinem Alter gefragt wurde. Da habe ich natürlich gesagt, dass ich heute Geburtstag habe. Ah, da ist ein Pferdchen. Oh. Also sobald die Steigung losgeht, kickt die Höhenluft rein und ich bin außer Atem. Ich kann kaum sprechen. Hier will ich auch nicht abrutschen. Zum Kauen muss man echt Atempausen machen. Wieder der Schäferhund. Willst du vorbei? Dann geh. Aber kick mich nicht wieder am Bein an, ey. Das ist nicht ungefährlich. Ich hatte heute einen abgefahrenen Traum. Ich habe geträumt, ich bin irgendwo in den Bergen in Peru und da liegen überall bunte Edelsteine rum und da waren so Edelsteine, die voller Goldstaub waren. Da hat man die so ausgeschüttelt und dann fiel das, der ganze Goldstaub darunter und dann nachher hatte ich so eine richtige Tüte voller Goldstaub zusammen. Das war ein ziemlich geiler Traum. So, jetzt ist rechts runter die Lagune und hier links sieht man so ein bisschen die andere Landschaft. Ein paar Häuschen in der Distanz. Also ich bin noch ganz am Anfang vom Weg. Bin nur eine halbe Stunde, 40 Minuten irgendwie gelaufen. Hab mich hier niedergelassen, weil hier gerade ein schöner Platz war zum Sitzen. Und kredenze mir jetzt mein Frühstück rein. Denn ich hatte noch nicht gefrühstückt. Außer jetzt die beiden kleinen Weichdinger-Brötchen da, die ich gesnackt habe. Aber hier jetzt nochmal schönes Müsli, Haferflocken,
Rosinen, Nüsse, ein bisschen reinen Kakao. Ich habe mir hier in Ecuador so ganz puren Kakao, also Schokolade aus purem Kakao, die man eigentlich nur dafür nutzt, um heißen Kakao zu machen. Ja, das ist mit da drin und so eine Müsli-Mischung. Und das sollte mich jetzt stärken, dass ich dann gleich die Runde durchpower. Mal gucken, wie schnell ich fertig bin. Weil ich hatte schon noch Bock, runter zur Lagune zu gehen. Da kann man Kajaks mieten. Ich habe da eben mit der Kamera mal rangezoomt, mit meiner Spiegelreflex. Das sind Kajaks da unten. Aber ich würde halt gern mindestens baden, wenn man das überhaupt erlaubt. Ich nehme mal an, dass da wahrscheinlich einfach nur keiner badet, weil es arschkalt ist. Aber ich würde es machen. So, ich habe wieder aufgesattelt. Kameratasche habe ich jetzt aus dem Rucksack rausgeholt und mir hier nach vorne gehängt, damit ich Zugriff auf die Kamera habe, wenn mal was Schönes ist, was man fotografieren will. Also das Gewicht des Rucksacks macht mir halt bisher noch gar nicht zu schaffen, sondern einfach nur die Höhenluft. Das ist wirklich krass. Da hinten ziehen die Wolken rüber. Hier unten sieht man wieder schön die Häuschen, Felder und Siedlungen. Oh, ist auch ein schöner Ausblick hier, ne? Also hier leben die Leute echt noch ursprünglich. Das sieht irgendwie nice aus. Ist wahrscheinlich eine geile Selfie-Opportunity. Das ist ja echt so eine Art Sandstein. Sehr weiches, bröseliges Zeug. Ich sag euch, ne? So ein Anstieg ist wie als wenn man einen 100 Meter Sprint gemacht hätte. Ich muss danach echt erstmal kurz innehalten, atmen, ich wollte trinken. Das ging nicht, ey. Ich musste erstmal wieder zur Ruhe kommen. Ja, und da hinten ziehen die Wolken lang. Bin gespannt, ob ich da gleich durchlaufe. Hier unten ist schon ein bisschen Nebel in den Bäumen zu sehen. Hui, jetzt zieht hier richtig von beiden Seiten Wolken rein. Oh ja. Das hier mit dem Regenwasser mit der Zeit reingefressen hat. Hier kurz Pause gemacht, nochmal ein paar extra Snacks gekauft, obwohl die hier ein bisschen teurer sind. Aber jetzt geht's weiter und vor mir schießen die Wolken über den Kamm. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber da sieht man es, da hängen die Wolken schon über der Lagune. Ja, ich will nicht so spät ankommen, deswegen Gas geben jetzt. Oh wow. Gerade da weg. Die Wolken
die meiden mich echt. Also gerade bin ich von der Hütte weg und schon ziehen die Wolken durch. Wow, wie das hier aussieht. Ah ja, jetzt ziehen mir die Wolken um die Nase, so ein bisschen. Oh wow, die wirbeln da in verschiedene Richtungen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Von unten ziehen welche hoch, hier von rechts unten. Und dann kommen die hier über den Kamm. Da ziehen welche runter. Hier sieht man richtig schöne Wirbel. Ja, abgefahren. Oh, das sieht aus wie ein Gewölle von einem. Ja. Ist das drauf auf der Kamera? Ja. Gewölle von einem Greifvogel. Das Fell, was ausgeschieden wird, nachdem die eine Maus oder so gefressen haben. Nennt sich Gewölle. Für die, die es nicht wissen. Oh, wow. Hier geht's sehr steil runter. Da unten glitzert schön das Wasser. Herrlich. Ja, das muss ich euch kurz zeigen. Ich habe einen ultra kleinen Baum gefunden. Wahrscheinlich der kleinste Baum, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Mit ziemlicher Sicherheit. Vielleicht der kleinste Baum der Welt. Und zwar hat er hier richtig so einen Stamm. Richtigen Stamm und dann so mini winzig kleine Blätter. Abgefahren. Oben ist so ein komisches Strohding. Wie diese Gipfelfeuer,
bei Herr der Ringe. Von der Atmung, echt wie jetzt wird man joggen, ey. Ein Kiosk. Abgefahren. Hola. ¿Cómo estás? Da unten kann man so ein bisschen die Lagune erkennen. Den Kratersee. Ja, und mein Weg führt jetzt da hoch in die Wolken. Auf geht's. Das sieht auch wieder spannend aus. Alter, geht's hier steil runter, ey. Einfach nur senkrecht. So, Leute. Da bin ich gerade hergekommen. Ich glaube, ich bin jetzt am höchsten Punkt angekommen. Da ist noch eine kleine, nochmal eine Steigung. Ist vielleicht ein, zwei Meter Höhe maximal, aber ich habe so gut wie keine Aussicht, aber ist trotzdem ein geiles Erlebnis. Ich sitze hier auf so einem Vulkan, Krater, Kamm. So, oh, mal weiter. Oh. War noch nicht auf dem höchsten Punkt. Da oben ist der höchste Punkt, denn ich sehe auch schon ganz knapp durch die Wolken, erkennt man da noch so ein Schild und da steht dann wahrscheinlich die Höhe. Meter über Meeresspiegel. Ah, die weisen hier extra noch mal darauf hin, dass das eine Panorama-Aussicht ist. Wäre ich alleine nicht drauf gekommen. Ah, ja, geschafft. Am höchsten Punkt von Kilotoa. Mit 24 Kilo Gepäck. Ich denke, ich kann stolz auf mich sein. Mal sehen, wie lange der Abstieg jetzt noch, der Rest der Runde dauert. Ich werde jetzt, glaube ich, ein bisschen weniger filmen. Da hingetreten und das Stück Erde ist einfach weggebrochen. Ich bin mit dem Fuß da runter, oh, hab mich hier an den Felsen gegriffen. Natürlich, das hat natürlich ganz schön geratscht, das blutet nichts, aber die Haut ist natürlich so ein bisschen aufgeratscht, nichts Schlimmes. Und ja, Gott sei Dank geht's mir hinter mir nicht so steil runter, ey. Hier bin ich liegen geblieben, auf den Knien. Ach du Scheiße, ey. Ein falscher Tritt. Guckt euch das an.
Das ist ja gar nicht ganz weggefallen. Das reicht, wenn dann mit einmal eine leichte, unerwartete Schräge entsteht und du rutschst halt weg, ne? Also immer so dicht wie möglich an der Wand treten, ey. Boah. Alter! Ich dachte gerade kurz, ich purzel hier jetzt runter, ey. Ach du Scheiße. Das hätte auch ganz schön ins Auge gehen können. Ich bin hier gerade so lang gelaufen und hab probier es mal mit Gemütlichkeit gesungen. Und dann mit einmal sackt dir der Fuß weg, ey. Huiuiui. Oh. Danke, es ist nichts passiert. Nicht mal blutige Schürfe an der Wand. An der Hand. Ja. Aber ein bisschen steiler und das hätte anders aussehen können, ey. Also, ey. Gerade wenn der Weg so ein bisschen gechillter aussieht, dann lässt manchmal so ein bisschen die Konzentration nach und man läuft so dahin, ohne jetzt so richtig auf jeden Schritt zu achten. Ey, und genau dann kann es passieren, ne? Weil an den schwierigen Stellen ist man hochkonzentriert meistens. Aber an so einer ganz normalen Stelle hier, da trittst du vielleicht mal ein bisschen weiter nach links und dann bricht das hier so weg, ne? Weil das ist jetzt eigentlich... Ich meine, es geht zwar echt steil hier runter, aber irgendwie sieht der Weg okay aus. Nicht angsteinflößend. Und dann ist man manchmal ein bisschen unkonzentriert, ne? Also, das lasse ich mir eine Lehre sein. Nur weil ich jetzt am höchsten Punkt war und der Weg ein bisschen einfach aussieht, heißt das nicht, dass die Konzentration nachlassen darf. Ja. Was für ein surrealer Ort, wenn es hier in den Wolken ist, ey. Hier diese zerfledderte Fahne, die kaputte Bank, der alte Zaun, völlig am Zerfallen, diese Strohhütten. Ist schon abgefahren. Mit Stroh gedämmt. Also, jetzt doch noch mal einen abschließenden kurzen Blick auf die Lagune, auf den Kratersee. Ist ziemlich wolkenverhangen, aber jetzt sieht man doch noch mal ein bisschen was. Und da unten, na, da so, Moment, ja, links davon, da sind diese Häuschen, die ich am Anfang gesehen habe, wo man die Kanus, Kajaks oder was auch immer mieten kann. Das heißt, ich muss jetzt hier noch über den Hügel rüber und dann bin ich wohl gleich da. Und da hat mir noch mal jemand Müll liegen lassen, den ich aufheben kann. Hey Leute, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Das war mein vorletztes Video aus Ecuador.
Aktuell bin ich hier gerade noch in Panama im Darien. Meine Tour ist schon durch. Ich bin heil zurückgekehrt. So viel kann ich schon mal verraten. Und jetzt kommt noch ein Video aus Ecuador von einem Survival-Wochenende im Dschungel. Meine ersten Dschungelübernachtungen. Das wird auch spannend hoffentlich. Also bleibt dran, abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da, klickt die Glocke und support mich ein bisschen. Bis bald und tschüss.